Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wochenhoroskop von 3. September bis 9. September 2018 nach vedischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen ihren Horoskopen anderes, als wir in westlichen Astrologie das kennen. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession, genauso wie die Astronomen berücksichtigen das auch. Also eine andere Berechnung ist präziser, aber ist auch einen anderen Ergebnis. Also nicht wundern, wenn ich beschreibe, wo Sonne, Mond und die Planeten befinden, dass das anderes ist, als in die westlichen Astrologie das vermittelt wird. Und in dieser Stelle möchte ich betonen, wie wichtig das ist, die Geburtshoroskop umrechnen, weil das ist auch ein anderes Ergebnis. Also kann passieren, dass jemand zum Beispiel meint, das in Tierkreiszeichen Löwe geboren ist und nach indischen Berechnung ist es gar nicht die Löwe, sondern Krebs. Oder jemand ist in Tierkreiszeichen Schütze geboren und nach indischen Astrologie ist es die Skorpion. Oder jemand meint, sie ist in Tierkreiszeichen Fischen geboren und nach indischen Astrologie ist es die Wassermann. Also es ist besser, das berechnen oder berechnen lassen, das kann ich anbieten als Blitzberatung. Und jetzt starten wir. Montag am 3. September 2018. Montag ist der Tag des Mondes. Mond hat einen Einfluss auf unsere Gefühlen. Also wir werden über Gefühlen sprechen, Gefühlen äußern, die Gefühlen werden wir bewusster wahrnehmen. Mond hat auch einen Einfluss auf unsere Träume. Das kann auch sein, dass wir etwas träumen und das hat eine Wichtigkeit. Immerhin passiert oft, dass die Traumbilder die Sprache, die Seele sind. Montag ist also ein Mondtag und hier ist wichtig die Träume, die Visionen, die Intuition, aber auch die Gefühle oder nach Gefühl handeln. Montag ist Halbmond. Ein Halbmond ist immer sehr schön zum Anschauen, aber da entsteht eine gewisse Spannung. Eine Spannung zwischen Sonne und Mond und das sollen wir ausgleichen. Bei diesem Halbmond, gerade am Montag, befindet sich Sonne in Tierkreiszeichen Löwe, Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Stier und unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Es sind drei Tierkreiszeichen, drei Elemente, das heißt Löwe ist Feuerelement, Stier ist Erdeelement und Wassermann ist Luftelement. Verbindet sich Sonne, Mond und Erde, die drei Elemente Feuer, Erde, Luft und es fehlt die Wasser. Das ist die fehlende Element Wasser und das Element Wasser hat auch einen Bezug zu unseren Gefühlen. Das sollen wir auch betonen. Auf unseren Gefühlen achten. Diese fehlenden Element Wasser, das sind die drei Tierkreiszeichen, die Fischengeborenen, die Krebsgeborenen und die Skorpiongeborenen. Die Tierkreiszeichen Skorpion liegt im Stier gegenüber, also spiegelt etwas. Oder die Skorpion schafft die Gleichgewicht oder das sollen wir ausgleichen und das ist natürlich die Transformation. Gefühlen loslassen wie Angst oder Zweifel oder Schuldgefühl. Unterstützung kommt von den Tierkreiszeichen Fischen und von Tierkreiszeichen Krebs. In diesem Montag befindet sich Merkur in Tierkreiszeichen Löwe.
nähert sich zur Sonne. Das würde bedeuten, einen klärenden Gespräch zu führen oder kommt die Wahrheit ins Licht. Vielleicht nicht in diesem Tag, aber diesem Gespräch oder die Bedürfnis nach einem klärenden Gespräch nähert sich. Die Planeten kreisen um die Sonne und sie haben eine elliptische Bahn. Und da gibt es zwei Punkte. Die eine ist, was ganz nah zu dem Sonne befindet und die andere Punkt, die weiteste Punkt von der Sonne entfernt. Und Merkur ist in diesem Montag in die nächste Punkt zu die Sonne. Also die Bedürfnis ist sehr stark, klärenden Gesprächen zu führen oder die Bedürfnis nach Wahrheit. Wenn ein Planet näher zu die Sonne befindet, dann bewegt sich schneller, als wenn weiter von die Sonne entfernt ist. Das heißt, die Gespräche nehmen zu oder kommt eine rasche Antwort. Also damit können wir in die Tagen rechnen. In diesem Montag wird Venus von Spica bestrahlt und das bedeutet Lebensfreude und auch Gerechtigkeit. Und bei Venus-Energie handelt es sich um die Liebe. Das Mondhaus. Was sind diese Mondhäuser? Dazu gibt es eine indische mythologische Geschichte. Der Mond ist ein Mann und verliebt sich in einen hübschen, jungen Dame. Und er möchte dieses junge Mädchen heiraten. Und macht einen Heiratsantrag. Und der Vater von diesem Mädchen sagt dann zu ihm, nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst alle ihre Geschwister auch heiraten. Und der Mond heiratete alle 27 Geschwister und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Und das ist die Mondbewegung, die tägliche Bewegung des Mondes. Und jeder Mondhaus beschreibt die Charakterzüge einer von seinen Frauen. Natürlich gibt die Einfluss von Sternen. In diesem Montag befindet sich Mond im Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Rohini und das war dieser hübsche junges Mädchen, wo er auch heiraten wollte, aber wie gesagt, er musste ihre Geschwister auch heiraten. Und dieses Mädchen, Rohini, vermittelt die jugendliche Frische und auch diese Herzensbindung, diese Verliebtheit. Und das spüren wir Montag, weil das wirkt unseren Tagen. Vielleicht eine neue Begegnung oder die Verliebtheit, also die Herzenswunsch, auch die Gefühle, die Liebe spielen eine große Rolle. In diesem Tag, in diesem Montag ist auch gut etwas unternehmen oder auf Reise gehen. Das ist die schöpferische Kraft des Tages. Dieses Mondhaus Rohini wird von Aldebaran bestrahlt. Aldebaran gilt von einer von den königlichen Sternen. Aldebaran ist ein hell leuchtender Stern im Himmel, zeigt den Weg, beleuchtet den Weg und wenn Aldebaran aufsteigt, dann folgen die Plejaden, die sieben Geschwister. Also Aldebaran zeigt den Weg und Aldebaran öffnet unserem Auge. Bei diesem Stern Aldebaran ist nichts anderes als die Augen des Stieres. Das heißt, wir sehen, wir werden klar und deutlich etwas erkennen. Die Tithis, das gehört auch zum indischen Astrologie und es ist nichts anderes als die Entfernung zwischen Sonne und Mond, immer nach Vollmond und immer nach Neumond. Und in diesem Montag befindet sich Mond im 8. Tithi und diese 8. Tithi, das ist die Entfernung zwischen Sonne und Mond, ist der Tag der Umbruch und wir sollen auf die Gründe gehen, etwas erkennen,
Also es ist wichtig, die Tiefe, auch bei der Liebe natürlich, diese tiefe Verbundenheit, diese seelischen Verbundenheit. Wie erleben die einzelnen Tierkreiszeichen? Also wir sind noch bei Montag. Bei Sonnenaufgang steigt die Tierkreiszeichen Löwe in Osthorizont auf. Hier befindet sich Sonne, hier befindet sich Merkur. Es handelt sich um Gespräche, Kommunikation. Bei Sonne natürlich die klärenden Gespräche. Und diese aufsteigende Zeichen bedeutet auch etwas ins Licht zu bringen, etwas präsentieren, die Wahrheit suchen. Also eine Nachricht ist zum Erwarten. Eine männliche Person hat einen Einfluss auf die Geschehen und da wird etwas geklärt und es ist auch wichtig, klärenden Gesprächen zu führen. Aber zwischen Sonne und Mond, wie ich schon sagte, diese Spannung da, das ist dieser Halbmond, das sollen auch die Löwengeborenen, auch nicht nur die Löwengeborenen, sondern auch die Stiergeborenen sind damit eher betroffen. Sonne ist im Löwe, Mond im Stier. Das hier braucht man eine Lösung und das habe ich erzählt, auf die Gefühle achten, die Gefühle in Ausdruck bringen. Und noch ein wichtiger Hinweis auf dem Gleichgewicht zwischen Sonne und Mond können wir die goldene Mitte finden und das hilft auch, die inneren Gleichgewicht zu finden und das gilt für die Stiergeborenen und das gilt für die Löwengeborenen und dieser goldene Schnittpunkt befindet sich zwischen Krebs und Zwillinge und Krebs symbolisiert die Gefühle, das Familiäre, also auch die Gefühle mal zeigen und Zwilling natürlich die Gespräche über Gefühle sprechen, offen da entweder zuhören und diese Liebe annehmen oder sich öffnen, über Gefühle sprechen und so finden sich die Gleichgewicht, die Löwengeborenen und auch die Krebsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen haben ein gutes Gefühl nach Sicherheit, nach Stabilität. Wichtiges Thema ist die Werte, die Finanzen, aber auch die Wertschätzung. Die Jungfrau-Geborenen haben Kraft und Mut und sie verspüren eine gewisse Leichtigkeit in die Liebe. Die Tierkreiszeichen Waage-Geborenen, hier befindet sich die Liebesplanet Venus und Jupiter. Ich muss wieder betonen, das ist die indische Berechnung. Venus hat einen Bezug zu Liebe, Partnerschaft, aber auch Harmonie, Schönheit, Kreativität. Venus gilt auch als kleines Glück. Jupiter ist das große Glück und beide Glück, das kleine und das große Glück, liegt gerade bei Tierkreiszeichen Waage. Jupiter vermehrt auch etwas. Aber jetzt gerade bei diesem Halbmond ist vielleicht nicht klug, etwas Neues starten, sondern abwarten, bis der Mond entfernt sich von dieser Position. Die Waagegeborenen verspüren noch eine gewisse innere Unsicherheit und sie fühlen sich momentan kraftlos. Wichtige Themen sind, auch nicht nur Montag, sondern ganze Woche gilt es, das sind Themen wie kleinere Veränderung oder eine kleine Reise oder ein Besuch oder Einladung oder ein Fest organisieren, besonders was die Familie betrifft. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen brauchen Sicherheit und Stabilität. Sie brauchen auch die inneren Gleichgewicht. In der Liebepartnerschaft verspüren sie eine gewisse Leichtigkeit und sie haben Kraft und Mut. Themen sind gerade bei Skorpiongeborenen nicht nur Montag, sondern ganze Woche. Das ist die Wohnsituation. Entweder ein Rückzug, die eigene Zuhause zu genießen oder etwas verändern zu Hause wie eine neue Einrichtung. Kann auch sein, dass eine oder anderen Skorpiongeborenen gerade Umzug haben. Diesen häuslichen Bereich können wir auch umsetzen auf unseren seelischen Bedürfnissen. Das wäre das Inneren,
nach innen schauen, diese meditative Haltung, die inneren Tempel, diese inneren Räumlichkeiten auch pflegen. Und so finden sich die Skorpiongeborenen die Stabilität, die Sicherheit und die inneren Ruhe. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen verspüren die schöpferische Kraft. Sie haben tolle Ideen, aber sie verspüren auch die innere Unsicherheit. Themen wie Kinder spielen gerade eine Rolle bei den Schützengeborenen. Nicht nur Montag, sondern ganze Woche. Das kann die eigenen Kinder bedeuten oder Arbeit mit Kindern oder Erinnerungen an die eigenen Kindheit, das innere Kind zu pflegen. Die Lernaufgabe, was die Schützengeborenen gerade haben, das ist das Loslassen. Hier befindet sich Saturn und Pluto. Saturn erteilt die Lernaufgabe, Pluto ist das Loslassen von alles, verabschieden, was stört, was Energie und Kraft raubt. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben die Themen wie Arbeit, den Alltag zu bewältigen und auch Gesundheit, Sport, Bewegung. Hier befindet sich Mars nach indischen Berechnung und das sind die Themen für die ganze Woche. Sie haben aber das Gefühl, es läuft etwas ungerecht und da müssen Sie sich einsetzen. Natürlich kostet es auch Kraft. Thema Liebe, Partnerschaft, fühlen sich die Steinbockgeborenen etwas eingeschränkt. Kann auch sein, dass sie selbst das einschränken, weil es fehlt einfach die Mut, über Gefühle zu sprechen und das wäre die Lösung. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft. Aber zurzeit kommen alten Erinnerungen, alten verletzten Gefühlen und Enttäuschungen hoch. Und gerade diesen Gefühlen sollen die Wassermanngeborenen loslassen und die Vergangenheit abschließen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben ein gutes Gefühl, auch Klärung. Besonders was die Ämter betrifft, sie klären etwas, entweder im Finanzamt oder in Banken oder Versicherungen. Bei den Fischengeborenen, die befinden sich gerade in einem Prozess und dieser Prozess ist die Befreiung. Befreien von etwas und endlich aufatmen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen können mit unerwartete Ereignisse rechnen oder eine Überraschung. Eine Reise spielt auch eine Rolle. Das kann natürlich auch eine innere Reise sein. Die Wiedergeborenen fühlen sich zurzeit kraftlos, aber sie haben ein gutes Gefühl, dass sie die Situation bewältigen können. Die Wiedergeborenen brauchen Sicherheit und Stabilität. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen haben Kraft und Mut und sie möchten beruflich etwas verbessern. Sie brauchen Ansehen und Anerkennung. Viele Stiergeborenen suchen gerade ihre wahre Berufung. Die Gespräche können unangenehm sein und die Stiergeborenen sollen zurzeit keinen Vertrag unterschreiben. Das gilt nicht nur für die Stiergeborenen, sondern das gilt auch für die Skorpiongeborenen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben ein gutes Gefühl und es kommt etwas in Bewegung in kommenden Tagen. Sie möchten Sicherheit und Stabilität und haben tolle Ideen. Sie erweitern an ihren Horizont, haben neue Begegnungen, Freundschaften, aber nicht nur in die Freundschaften bewegt sich etwas zurzeit bei den Zwillingsgeborenen, sondern sie haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen brauchen die Ruhe und in dieser Ruhe liegt auch die Kraft. Sie sind gerade in Rückzug. Die Krebsgeborenen haben das Gefühl, etwas läuft ungerecht und sie haben Einschränkungen auch in die Liebe, Partnerschaft. Also es ist gerade klug, zurückziehen, die Ruhe bewahren
und die Kraft bleiben. Dienstag. Dienstag, das ist 4. September 2018, Dienstag ist ein Mars-Tag. Mars ist eine männliche Energie, symbolisiert auch die männliche Kraft, aber wir Frauen haben auch Mars im Horoskop und wir brauchen auch diese Mars-Energie, weil das hilft uns, uns beweisen im Leben, uns durchsetzen im Leben oder etwas in Bewegung setzen. Also wir brauchen diese Kraft. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Die Mondhaus, wo sich gerade die Mond befindet, wird von Orion bestrahlt. Orion gilt als der himmlische Jäger. Und bei der indischen Astrologie heißt diese Mondhaus jagen nach etwas oder Zielen erreichen. Also das ist sehr wichtig, Ziele setzen, Ziele zu erreichen. Und diese Tag eignet sich gerade Gedanken machen über wichtigen Themen, dass wir orientieren können. Und hier ist wichtig in diesem Tag, in diesem Dienstag, auch wenn das Mars-Energie ist und Mars natürlich gibt den Impuls, aber es ist wichtig, erstmal nachdenklich zu sein, Ziele setzen, dass wir wissen, in welchen Richtung sollen wir unsere Kraft einsetzen. Also wir sollen keine schnelle Entscheidung treffen, sondern etwas noch klar und deutlich erkennen oder noch etwas überprüfen. Wir sollen noch eine Nacht darüber schlafen und erst morgen das in Tat umsetzen oder erst morgen dann die Entscheidungen treffen. Das ist hier die 9. Tithi und das bedeutet die Entfernung zwischen Sonne und Mond, die 9. Tag nach Vollmond. Diese 9. Tithi bedeutet auch Rückzug. Etwas geht zu Ende oder wir sollen etwas loslassen, beenden und kommt etwas Neues. Wir stehen vor einem neuen Zyklus, aber wir heute sollen wir noch nicht starten, sondern es ist die Tendenz, erstmal Gedanken machen, welche Richtung soll das überhaupt gehen und was ändert sich in unserem Leben. Die Löwengeborenen haben immer noch die Bedürfnis nach Klarheit, Orientierung. Sie haben jetzt mehr Leichtigkeit, haben Glück in die Liebe, Partnerschaft und sie können mit einer guten Nachricht rechnen und die Löwengeborenen haben in diesem Tag Gewinnchancen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen sollen noch warten. Es kommt ein klärendes Gespräch, aber das sollen wir nicht heute tun, sondern die Jungfraugeborenen sollen noch abwarten mit diesem Gespräch. Themen wie Finanzen, Werte, Wertschätzung ist immer noch wichtig bei den Jungfraugeborenen. Die Tierkreiszeichen Waagegeborenen haben die Leichtigkeit, haben Glück auch in die Liebe. Sie bekommen auch ihren Rechten. Eine kleine Reise ist möglich, kleinere Veränderungen. Sie bekommen Klarheit, ein gutes Gespräch ist auch zum Erwarten und sie können diese klärenden Gespräch führen und die Waagegeborenen können einen Vertrag unterschreiben, weil damit haben sie Vorteil. Aber die Waagegeborenen sollen auf die Kraft achten, in welche Richtung setzen sie ihren Kraft ein. Wenn das zu viel ist, zu stressig, dann fühlen sich die Waagegeborenen kraftlos, verlieren sie die inneren Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen brauchen Sicherheit und Stabilität. Themen, das eigene Zuhause ist immer noch ein wichtiges Thema. Also wie ich schon sagte, das kann bedeuten, einen Rückzug, ihren eigenen Zuhause zu genießen oder zu Hause etwas verändern oder ein Umzug. In die liebe Partnerschaft kommt mehr Leichtigkeit bei den Skorpiongeborenen.
Die tierkreiszeichnen Schützengeborenen sollen auf den inneren Gleichgewicht achten. Themen wie Kinder spielt immer noch eine Rolle. Entweder eigene Kinder oder Arbeit mit Kindern, aber bedeutet auch die eigenen Kindheit und da das innere Kind zum Pflegen. Die Schützengeborenen haben die schöpferische Kraft, tolle Ideen. Die Lernaufgabe ist immer noch von etwas verabschieden, loslassen, was im Weg steht oder Kraft raubt. Die Tierkreiszeichnen Steinbockgeborenen ist immer noch die Thema Arbeit, Alltag zu bewältigen, auch Gesundheit. Sie haben die Kraft, auch die Lebenskraft und auch die Heilenergie. Aber sie fühlen sich ein bisschen unsicher. Die Steinbockgeborenen haben auch karmische Themen gerade und das ist die früheren Leben, also Vergangenheit. Ist sogar auch möglich, dass ein männlichen Person, und das trifft natürlich die Steinbock-Damen, dass eine Begegnung ist, dass eine karmische Liebe beginnt zurzeit. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen ist ein wichtiges Thema, die Liebe, und sie haben zurzeit Glück, also in diesem Tag auf jeden Fall Glück und Leichtigkeit, sie haben auch die Kraft. Aber die Wassermann-Geborenen sollen auf etwas achten. Jemand wartet auf ein Nachricht. Also es ist wichtig, auf anderen zuzugehen, entweder zuhören, was der andere meint, oder ein Nachricht schreiben. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen sollen momentan abwarten. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt zum Handeln. Die Fischengeborenen haben immer noch die Themen mit Ämtern. Das wird auch geklärt, aber heute ist nicht der richtige Zeitpunkt, Termin auszumachen. Und sie haben den Prozess, die Transformation. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen haben mehr Leichtigkeit und hier sollen die Wiedergeborenen auch etwas ausgleichen. Das Leben spiegelt etwas für die Wiedergeborenen und das ist Thema wie Liebe, Partnerschaft und auch etwas vergrößern, vermehren und Thema Gerechtigkeit. Die Stiergeborenen haben auch die Leichtigkeit, aber eine Nachricht kann unangenehm sein und sie sollen zurzeit keinen Vertrag unterschreiben. Es ist auch schwierig, momentan klärenden Gesprächen zu führen. Die Stiergeborenen haben Mut und Kraft, etwas Neues zu starten. In die Liebe-Partnerschaft verspüren sie eine gewisse Unsicherheit. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen kommt kleinere Veränderungen, kommt auch etwas in Bewegung, eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Sie haben Glück in die Liebe, Partnerschaft, auch bei Freundschaften und sie haben heute Gewinnchancen. Die Krebsgeborenen haben auch karmische Themen und es ist die neue Lernaufgabe. Die Krebsgeborenen sind immer noch im Rückzug und sie spüren auch, wie wichtig es ist, diese Ruhe zu bewahren, weil sie sammeln gerade die Kraft. Sie sollen etwas loslassen. Mittwoch am 5. September 2018. Mittwoch ist ein Merkurtag und das handelt sich um Gespräche, Kommunikation und auch geschäftlichen Sachen wie Terminen oder Verträgen. Aber Merkur wirkt nicht nur geschäftlich, sondern natürlich auch in Liebe, Partnerschaft und dann handelt es sich um Kommunikation. Merkur bewegt sich in Tierkreiszeichen Löwe und geht 6 Grad nördlich an Regulus vorbei. Und das hat natürlich auch eine Bedeutung. Regulus ist eine von den königlichen Sternen, das ist das Herz der Löwen, also zeigt die Herzensangelegenheiten. Und bei Merkur natürlich geht es um Kommunikation, also das sollen wir ansprechen, über Herzensangelegenheiten auch mal sprechen.
Venus bewegt sich in einer elliptischen Bahn und kreist um die Sonne und erreicht den weitesten Punkt aus der Sonne ausgesehen. Und das hat auch eine Bedeutung. Bewegt sich langsamer als sonst. Und es scheint so weit, so unerreichbar zu sein. Und diesem Mittwoch, in diesem 5. September, spüren wir das auch. Es sind Wünsche, Sehnsüchte und es betrifft die Liebe. Und es erscheint im Augenblick dann so hoffnungslos zu sein, so weit zu sein. Natürlich kann das auch die örtliche Entfernung sein, dass zwei Menschen verlieben sie sich und sie wohnen weit weg voneinander. Also es ist wichtig, trotzdem auf unsere Wünsche achten und das zeigt auch Regulus und alles, was unserem Herzensangelegenheit ist, sollen wir ansprechen. Auch wenn durch diese Bewegung Venus so weit, so entfernt von uns liegt, so erscheint es uns. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge und dieses Mondhaus bedeutet Feuchtigkeit, Frische, Lebendigkeit. Und diesen Tag können wir unsere Kraft einsetzen. Ein hohes Maß an Energie und Kraft, aber es kann auch in anderen Richtung gehen. Es kann auch zum Streit führen. Also das kann auch aggressive Kraft auch sein. Der heutige Tag eignet sich etwas starten, wie zum Beispiel Diät beginnen oder einen Beruf wechseln. Auch für Operation ist auch sehr gut, weil heute ist diese Lebenskraft, diese hohe Maß an Energie spürbar. Wir sind im 10. Tithi angekommen. Dieser Tag ist 10 Tage nach dem Vollmond. Und diese 10. Tithi bedeutet Neuorientierung, eine neue, frische Kraft. Kann auch bedeuten, dass Anfang des Tages kommt eine gewisse Unruhe und wir orientieren uns neu, kommt etwas Neues in unserem Leben und eignet sich für Neubeginn und dann spüren wir auch die Kraft. Wir sollen auf den inneren Gleichgewicht achten. Die Löwengeborenen führen wichtige Gespräche, klärende Gespräche, kleinere Veränderungen sind möglich, kommt eine gewisse Leichtigkeit, haben Glück in die Liebe, Partnerschaft, aber sie sollen überlegen, wo setzen sie ihre Kraft ein. Wenn das zu viel ist, verlieren die Kraft, verlieren sie die inneren Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Jungfrau-Geborenen haben immer noch die Themen Werte, Wertschätzung, auch die Finanzen. Die Jungfrau-Geborenen sollen momentan abwarten, bis die Leichtigkeit kommt. Aber eine gute Nachricht ist unterwegs. Die Tierkreiszeichen Waage-Geborenen haben immer noch Glück in allen Ebenen, aber sie fühlen sich trotzdem etwas kraftlos. Bewegung kommt in vertrauten Umgebung, entweder ein Besuch oder eine kleine Reise oder kleineren Veränderungen, wie zum Beispiel eine Schulung zu beginnen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen brauchen immer noch die Sicherheit, Stabilität, die Fundament und der häusliche Bereich ist auch ein wichtiges Thema. Aber wie ich schon sagte, kann das auch das innere Haus bedeuten, eine gewisse Rückzug und Meditation. Die Skorpiongeborenen verspüren die Kraft, sie haben auch Mut, aber sie fühlen sich trotzdem ein bisschen unsicher. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen sollen im inneren Gleichgewicht bleiben, nicht zu viel, nicht zu wenig, sollen auf ihren Emotionen achten. Sie verspüren immer noch die schöpferische Kraft. Themen sind immer Kinder, das entweder das innere Kind oder eigenen Kindheit oder eigenen Kinder
oder Arbeit mit Kindern. Kinder symbolisieren oft auch Neuanfang und Ideen haben zurzeit die Schützengeborenen. Die Tierkreise zeichnen Steinbockgeborenen. Wichtige Themen sind immer noch Arbeit, den Alltag zu bewältigen, auch Gesundheit, Sport, Bewegung. Die Steinbockgeborenen sollen die Gespräche suchen, die Verbindung herstellen zu jemand. Die Steinbockgeborenen haben auch Kraft und Mut, auch Lebenskraft. Und alte Karma spielt zurzeit auch eine große Rolle bei den Steinbockgeborenen. Die Tierkreise zeichnen Wassermanngeborenen, haben Glück in die Liebe, Partnerschaft, aber kommen alten Erinnerungen hoch. Es sollen die Wassermanngeborenen loslassen. Das sind Erinnerungen alten verletzten Gefühlen oder Enttäuschungen. Die Tierkreise zeichnen Fischengeborenen, sollen noch abwarten. Die Themen sind immer noch die Ämter und auch die Finanzen in Ordnung zu bringen, aber heute geht nichts voran, also ein bisschen Geduld noch, das gilt zu den Fischengeborenen. Die Tierkreise zeichnen Wiedergeborenen ist ein wichtiges Thema, die Reise, entweder Urlaub oder eine Reise zu planen oder ein Besuch von Ausland oder Kontakte zum Ausland oder Fremdsprache, diese Reise kann auch eine innere Reise sein. Was das Leben zurzeit zu den Wiedergeborenen spiegelt, das ist die Liebe, Partnerschaft und dass sie etwas vergrößern und Themen wie Gerechtigkeit. Eine gute Nachricht nähert sich. Die Tierkreise zeichnen Stiergeborenen. Ist ein wichtiges Thema die Berufung. Sie suchen ihren wahren Berufung. Sie haben auch Kraft und Mut, etwas beruflich Neues anfangen. In die Liebepartnerschaft fühlen sich die Stiergeborenen etwas unsicher und so sollen zurzeit die Gespräche meiden und auch keinen Vertrag unterschreiben. Das gilt nicht nur für die Stiergeborenen, sondern das gilt auch für die Skorpiongeborenen. Die Tierkreise zeichnen Zwillingsgeborenen, haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Sie können beruflich etwas Neues beginnen. Es ist ein beruflicher Aufstieg ist möglich bei den Zwillingsgeborenen. Eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Oder ein Vertrag hat auch einen Vorteil bei den Zwillingsgeborenen. Aber die Zwillingsgeborenen fühlen sich zurzeit etwas kraftlos. Bei den Krebsgeborenen kommt die Wahrheit ins Licht oder die Krebsgeborenen schauen gerade hinter den Kulissen. Immer noch ein gewisser Rückzug, da spüren sie ihren Kraft. Donnerstag, am 6. September 2018. Donnerstag ist ein Jupitertag. Jupiter vergrößert etwas, vermehrt etwas. Jupiter gilt auch als großes Glück, ist auch die Weisheit, die Erkenntnisse, die höheren Zusammenhänge zu erkennen, religiöse und spirituelle Themen und Jupiter hat auch einen Bezug zum Gerechtigkeit. In diesem Donnerstag beendet Saturn die rückläufige Phase und Donnerstag ist stationär, bleibt stehen und ab Freitag geht die Bewegung nach vorwärts, aber eine ziemlich langsame Bewegung. Saturn ist der Planet unserem Schicksal. Saturn ist auch der Planet der Karma und ist auch der große Lehrmeister. Dieser stationär, dieser Stehenbleiben, es ist wichtig für uns, mal nachzudenken, in welche Richtung soll weitergehen, wichtige schicksalhafte Entscheidungen zum Treffen. Und diesen Tag können wir nutzen, das Überlegen, dass wir kluge Entscheidungen treffen. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs und dieser Mondhaus wird von Sirius bestrahlt.
Sirius ist ein hell leuchtender Stern im Himmel, wurde von Ägyptern auch verehrt, zeigt auch eine gewisse Richtung und das ist den Nordpol. Sirius befindet sich im Sternbild Großer Hund und das ist die Hunde von Orion, von himmlischen Jäger. Und dieser Hund, dieser große Hund zeigt sich nach dem Polarstern, nach unserem Nordpol. Und dieser Nordpol befindet sich im Sternbild Kleinen Bär oder Kleinen Waage. Also zeigt die Richtung. Und weil das ein hell leuchtender Stern ist, beleuchtet natürlich den Weg. Das heißt, wir sollen Ziele setzen, konzentriert bleiben, das nicht aus den Augen verlieren. Den Weg wird hier beleuchtet. Dieses Mondhaus zeigt noch etwas. Wir sollen die Stille suchen, damit neue Ideen geboren werden und unsere Fantasie ist grenzenlos und wir sollen mit unserem Gedanken spielen. Wir haben einen Zugang zu Mystik. Und dieses Mondhaus heißt, wir stehen mit beiden Beinen im Himmel. Und das ist unser freier Gedanken. Der Tag eignet sich ganz gut, Einladungen wahrnehmen oder jemand einladen oder eine kleine Reise zu machen. Wir sind bei 11. Tithi, das heißt, die 11. Tag nach Vollmond. Öffnet sich viel leichter als anderen Tagen den Tor zum Himmel. Was wir heute beginnen möchten, das sollen wir in Gottes Hand legen. Wir bekommen Gottes Segen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist immer noch wichtig, klärende Gespräche zu führen. Bei vielen Löwengeborenen betrifft das die Familie. Bei Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen kommt etwas im Fluss. Themen wie Werte, Wertschätzung, Finanzen sind immer noch wichtige Themen bei den Jungfraugeborenen, aber noch kein Vertrag unterschreiben. Die Gespräche über Liebe, Partnerschaft ist aber sehr gut. Und die Finanzen kommen ins Fluss. Die Tierkreiszeichen Waagegeborenen können eine kleine Reise machen oder eine Einladung, ein Fest. Thema Liebe, Partnerschaft ist auch sehr wichtig bei den Waagegeborenen, aber sie verspüren zurzeit eine gewisse Unsicherheit. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren ist immer die Thema Sicherheit, Stabilität, eigenen Zuhause, die wohnliche Situation, da können Veränderungen kommen. Mit dieser Mondenergie kommt alles im Fluss. Die Tierkreiszeichen Schützen geboren fühlen sich unsicher. In die Liebepartnerschaft ist alles wunderbar, da kommt die Leichtigkeit. Und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Und die Schützengeborenen haben auch Kraft und Mut. Die einzige, worauf achten sollen, die inneren Unsicherheit überwinden. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen sollen im inneren Gleichgewicht achten, besonders was die Gefühle betrifft, nicht zu viel, nicht zu wenig, das Ausgleichen. Wichtige Themen sind Arbeit, den Alltag zu bewältigen und gesundheitliche Themen. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen haben Glück in die Liebepartnerschaft. Sie sollen aber die Gespräche suchen oder zuhören, was der andere meint, weil da kommen klärenden Gespräche. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen sollen ihren inneren Unsicherheit überwinden. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen kommt in allen Bereichen alles im Fluss. Es ist eine Wandlung, was gerade die Fischengeborenen trifft. Die Themen mit Ämtern ist es immer noch aktuell. Die Tierkreiszeichen Widdergeborenen spiegelt etwas das Leben und das ist die Liebe, Partnerschaft oder eine rechtliche Lage. Aber dieser Mondeinfluss, das hindert die Wiedergeborenen, also eher zurückhaltend sein, nichts übertreiben, im inneren Gleichgewicht bleiben und eher abwarten.
Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen können mit einer unangenehmen Nachricht rechnen oder sie sollen die Gespräche meiden und bitte keinen Vertrag unterschreiben. Das gilt nicht nur für die Stiergeborenen, sondern gilt auch für die Skorpiongeborenen. Ansonsten kommt alles im Fluss, kommt alles in Bewegung, also im Vertrauen bleiben. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Sie verspüren auch die Leichtigkeit, auch bei Freundschaften haben sie Glück, auch gute Hoffnung. Eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten bei den Zwillingsgeborenen. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen kommt alles in Bewegung, kommt alles im Fluss. Sie sollen in Vertrauen bleiben. 7. September 2018, Freitag. Freitag ist ein Venustag. Venus ist die Planet der Liebe. Das ist die weibliche Kraft. Hat einen Bezug auch zu Schönheit, Kreativität, auch Glück, Selbstständigkeit und Harmonie und Frieden. In diesem Freitag steht Sonne und Neptun gegenüber. Sonne in Tierkreiszeichen Löwe und Neptun in Tierkreiszeichen Wassermann nach indischen Berechnung. Sonne zeigt Klarheit. Neptun ist eher was Benebeltes. Also es ist schwierig, etwas zu klären. Es scheint alles benebelt zu sein. Was Neptun noch vertritt, das ist unsere Inspiration, unsere Träume, unsere Visionen. Und wenn die Sonne das beleuchtet, dann sollen wir auch darüber mal klaren sein. Und natürlich unsere Träume, Wünsche, Sehnsüchte bewusst wahrnehmen. Da können wir diesen Freitag auch nützen. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs. Und diese Mondhaus, was die Mondbewegung in diesem Tag ist, sagt aus, der richtige Zeitpunkt ist etwas im Tat umsetzen. Wir haben heute starke Intuition und es gibt uns Stabilität, kommt auch Dankbarkeit entgegen. Alles, was wir heute beginnen, das wird Früchte tragen. Die heutigen Tag ist Freude, Gewinn und Entwicklungen. Wir sind gerade an diesem Freitag an 12. Tithi angekommen und das bedeutet den 12. Tag nach Vollmond. Hier gibt es ein Symbol in indischen Astrologie wie ein umgekehrtes Baum und das bedeutet die himmlischen Wurzel. Damit sollen wir bewusst sein und den Tag ist wohltätig, gibt Reichtum, auch inneren Reichtum und gute Gewinnchancen. Bei Löwengeborenen ist es ein Aufstieg. Da beschleunigt sich etwas. In den kommenden Tagen kommt auch etwas in Bewegung. Die Löwengeborenen erfahren die Wahrheit. Die Löwengeborenen haben Glück in die Liebe und sie haben auch gute Gewinnchancen. Die Jungfraugeborenen können einen Vertrag unterschreiben, weil das ist sehr gut und sie haben auch Gewinnchancen. Sie verspüren Leichtigkeit in die Liebe und die Jungfraugeborenen haben zurzeit auch Kraft und Mut. Die Tierkreiszeichen Waagegeborenen sollen noch warten. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, etwas Neues zu starten. Themen wie kleine Reise, kleinere Veränderungen oder ein Studium beginnen, Kontakte, Einladungen oder ein Fest ist immer noch aktuellen Themen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben Glück, was die Thema Immobilie betrifft oder eigene Zuhause. Die Skorpiongeborenen haben auch Gewinnchancen. Die Skorpiongeborenen haben auch Kraft
und Mut. Sie verspüren auch die Leichtigkeit in die Liebepartnerschaft. Sie sollen aber die Gespräche meiden, die klärenden Gespräche. Kann auch bedeuten, dass die Skorpiongeborenen haben ihre Geheimnisse und sie vertrauen jemand und das kommt ins Licht und das kann unangenehm sein. Die Skorpiongeborenen sollen zurzeit keinen Vertrag unterschreiben. Die Schützengeborenen haben die schöpferische Kraft und haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Themen sind immer noch die Kinder, wie ich schon erwähnt habe, entweder eigenen Kinder oder Arbeit mit Kindern oder eigenen Kindheit oder das innere Kind und Themen wie Loslassen, alles aufräumen, was im Weg steht, auch von Gefühlen verabschieden wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl. Das ist gerade die Lernaufgabe bei den Schützengeborenen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen sollen im inneren Gleichgewicht bleiben, auf die Emotionen achten. Und so bleiben sie in Kraft. In Ruhe liegt die Kraft. Arbeit, die berufliche Situation ist ein wichtiges Thema gerade, aber auch die Gesundheit, weil das ist auch eine Heilenergie, was die Steinbockgeborenen verspüren, die Lebenskraft. Die Finanzen kommt in Fluss. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist wichtiges Thema, die Liebepartnerschaft und sie sollen auf die Gespräche achten, also auf anderen zugehen, zuhören, was meint der andere oder die Kontakt suchen. Die Wassermanngeborenen sollen ihre Unsicherheit überwinden. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen sollen intuitiv handeln. Es kommt alles im Fluss, auch bei ämtlichen Situationen und sie haben gerade oder in diesem Tag gute Gewinnchancen. Die Tierkreiszeichen Widdergeborenen sind immer noch Thema Ausland, Fremdsprachen oder Reisen, kann auch innere Reise sein, aber momentan sollen sie abwarten, noch nichts Neues beginnen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtig, die berufliche Situation. Viele Stiergeborenen haben die Bedürfnis nach Respekt und Anerkennung oder suchen ihren wahren Berufung. Bitte keinen Vertrag unterschreiben. Die Liebepartnerschaft fühlen sich die Stiergeborenen unsicher, aber sie haben heute sehr gute Gewinnchancen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben Leichtigkeit in die Liebe, Partnerschaft, gute Gespräche und gute Gewinnchancen. Die Krebsgeborenen haben etwas in Bewegung gesetzt und es kommt alles ins Fluss und sie haben gute Chancen, Geld zu gewinnen. Samstag. Samstag. Am 8. September 2018, Samstag, ist ein Saturntag. Mond befindet sich im Krebs im Grenzbereich zum Löwe. Also das ist der Übergang von Tierkreiszeichen Krebs auf die Tierkreiszeichen Löwe. Der Mondhaus, wo sich die Mond in diesem Samstag bewegt, heißt Schlange. Das ist diese Urschlange, wie das die indische Mythologie beschreibt und umarmt der Welt und heißt dieser Mondhaus Ashlesha, übersetzt auch Umarmung. Und diese Schlange bedeutet auch die Energie, unserem Energiefeld. Und wir sollen von vielem trennen, was uns stört und vereinigen das, was uns wichtig ist. Dieses Mondhaus drückt es aus. Trennung, Vereinigung, Trennung, Vereinigung. All das, was uns wichtig ist, was wir das Leben, was uns Kraft gibt, das sollen wir befestigen. Und all das, was im Weg steht, verabschieden. Das ist die Trennung. So bleiben wir unserem Energie. Und wir sollen auch unserem Energie achten, weil jetzt sammeln wir die Kraft. Und wir suchen die Gründe, weil wir möchten die Ursache wissen, was alles so passiert in unserem Leben. Jetzt sind wir bei 13. Tithi und das heißt die 13. Tag nach Vollmond. Hier ist die wichtigste Thema,
Bei diesem Tithi, das ist die Entfernung zwischen Sonne und Mond, Liebe, unsere Träume, unsere Wünsche und Sehnsüchte. Und in dieser Tithi herrscht Gott Kama. Und Kama ist der Gott der Liebe und Sexualität, auch die Anziehungskraft und Lebensfreude. Und das sollen wir in diesem Samstag auch beherzigen. Die Tierkreis zeichnen Löwengeborenen, führen klärenden Gesprächen. Es bewegt sich etwas, kommt vieles ins Licht und die Löwengeborenen sollen auf ihren Kraft achten. Die Tierkreis zeichnen Jungfrau geborenen, ist immer noch Thema Werte, Wertschätzung, Finanzen. Sie haben sehr gute Chancen, gerade Geld zu gewinnen. Sie sollen in die Leichtigkeit bleiben, in die Liebe, Partnerschaft. Die Waage geborenen bewegt sich jetzt in die nächste Zeit etwas. Sie können mit einem guten Gespräch rechnen, in die Liebe, Partnerschaft haben auch Glück. Die Waage geborenen, eine kleine Reise, kleinere Veränderungen, Einladung oder Fest ist auch möglich. Die Tierkreis zeichnen Skorpion geboren, fühlen sich ein bisschen eingeschränkt. Es ist auch nicht der richtige Tag, etwas Neues zum Starten, auch keinen Vertrag unterschreiben, auch keine klärenden Gespräche führen, weil das führt nur zum Missverständnis. Die Skorpion geboren sollen eher im Rückzug bleiben. Die Tierkreis zeichnen Schützengeborenen begeistert etwas. Sie bekommen eine gute Nachricht. Themen wie Kinder ist immer noch sehr wichtig. Und etwas loslassen, von etwas verabschieden, das ist die Lernaufgabe. Die Tierkreis zeichnen Steinbockgeborenen, verspüren die Lebenskraft und die Heilung. Die innere Ruhe ist auch sehr wichtig. Sie sollen ihren inneren Unsicherheit überwinden. Die Tierkreis zeichnen Wassermann geborenen, ist ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft, aber sie brauchen das innere Gleichgewicht. Gefühlen zeigen, Gefühlen annehmen, Gesprächen suchen, zuhören, was der andere über Gefühlen spricht. Die Tierkreis zeichnen Fischengeborenen, sollen intuitiv handeln, aber noch abwarten und im Inneren Ruhe bleiben, weil daran liegt die Kraft. Themen wie Ämter, wie Finanzamt oder eine erbschaftliche Situation oder Gerichtstermin oder Termin bei Banken und da etwas zum Klären oder bei Schulungen, das sind die wichtigsten Themen zurzeit bei den Fischengeborenen. Da klärt sich etwas auf oder sie haben da wichtige Termine. Die Tierkreis zeichnen Wiedergeborenen, sind begeistert von etwas und die bewegen auch etwas. Reisen, Auslandskontakte sind immer noch sehr wichtige Themen, aber die Wiedergeborenen fühlen sich zurzeit kraftlos. Die Tierkreis zeichnen Stiergeborenen, ist immer noch die wichtige Thema, die berufliche Situation, da Anerkennung zu bekommen, die Gespräche, die klärenden Gespräche bitte meiden. Das führt nur zu Missverständnissen. Die Tierkreis zeichnen Zwillingsgeborenen, haben Glück in die Liebe, Partnerschaft, aber auch bei Freundschaften und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Die Krebsgeborenen sind eher im Rückzug und sie brauchen auch sehr viel Ruhe, Erholung. Sie sammeln gerade ihre Kraft. Sonntag am 9. September 2018, 19 Uhr und 1 Minuten ist Neumond und das bedeutet, Sonne und Mond befinden sich in Tierkreiszeichen Löwe, sie treffen sich und das ist ein Neumond. Mond ist für uns unsichtbar. Warum? Weil Mond hat kein eigenes Licht. Mond bekommt den Licht von der Sonne. Und wenn sie beiden in gleichen Tierkreis zeichnen, in gleichen Gradzahl stehen, dann kann die Sonne den Mond nicht beleuchten, also für uns bleibt unsichtbar. In diesem Tag wird Sonne und Mond von Regulus beleuchtet. Regulus ist einer von den königlichen Sternen und das ist das Herz der Löwen. Die Neumond bedeutet ein gewisser Rückzug nach innen schauen. In diesem Neumondtag sollen wir die Licht,
die Klarheit in unserem Inneren suchen und finden. Regulus ist die Herz der Löwen. Die Thema ist natürlich Herz und Herzensangelegenheit. Alles, was uns begeistert. Liebe, Partnerschaft. Dann Liebe zu Familie, Liebe zu Freundschaften oder Liebe zu Kunst, Kreativität oder Spiritualität. All das sollen wir beherzigen und das auch spüren und im Klaren sein, was lieben wir überhaupt, damit wir unseren Herzensangelegenheiten leben können. Wir sind bei 14. Tithi und das ist der Tag Shivas und das ist die Wandlung. Etwas geht zu Ende, ein Tod und eine Neugeburt. Und das ist wie ein Tanz, wie eine Bewegung. Etwas geht zu Ende und wird etwas Neues geboren. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist wichtig, diese Neumondposition nach innen schauen. Im Klaren sein, in ihren Herzensangelegenheit beleuchten, auch klärenden Gesprächen führen. Bei Tierkreiszeichen Jungfrau geboren ist immer noch die Thema Werte, Wertschätzung, die Finanzen in Ordnung zu bringen. Bei Wagen geboren ist kleinere Veränderungen, kleine Reise, eine Schulung oder eine Einladung, ein Besuch, ein Fest, Kontakt mit Nachbarschaft, auch Liebe, Partnerschaft, auch Gerechtigkeit, eine rechtliche Lage. Und die Waagegeborenen haben auch Glück zurzeit und sie sollen auch dieses Glück auch annehmen. Die Skorpiongeborenen brauchen eine Basis, Sicherheit, Stabilität, ein Fundament. Und die häuslichen Bereich ist auch sehr, sehr wichtig. Da ändert sich auch etwas oder sie ziehen zurück und da finden sie ihre Ruhe, ihre Kraft. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen, die wichtige Lernaufgabe ist, alles verabschieden, was im Weg steht, was stört und so bleiben in inneren Kraft. Und das ist auch die schöpferische Kraft und da können sie ihre Ideen in Tat umsetzen. Die Tierkreiszeichen Steinbock geboren, ist wichtig, den Alltag zu bewältigen, in Kraft zu bleiben, auch im Lebenskraft, ein Heilprozess. Achten Sie auch auf die Gesundheit, Sport, Bewegung ist auch möglich. Bei Tierkreiszeichen Wassermann geboren, kommen alte Erinnerungen hoch, verletzten Gefühlen, das alles bearbeiten, loslassen, wichtige Thema. Ist natürlich Liebe, Partnerschaften, gerade bei diesem Neumond im inneren Gleichgewicht bleiben, etwas ausgleichen, vergleichen und da die Klarheit zu bekommen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen befinden sich in einer Wandlung und sie ordnen die Finanzen, auch die ämtlichen Sachen gehen jetzt zum Ordnung. Die Tierkreiszeichen Wiedergeboren haben Erkenntnisse, machen eine große Reise, entweder ein Urlaub oder eine innere Reise. Da bewegt sich einiges, kommt Umbrüche und Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Bei den Stiergeborenen ist wichtig, die Berufung zu bestimmen und da Anerkennung zu bekommen, Respekt zu bekommen. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist wichtiges Thema die Liebe, Partnerschaft. Aber auch die Freundschaften oder etwas organisieren in einem Verein, wie ein Sportverein oder eine Partei. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen haben noch karmische Themen, schicksalhafte Entscheidungen, schicksalhafte Ereignisse, etwas Neues auch starten, da Mut zu haben, etwas Neues zu beginnen. Aber damit sie in Kraft bleiben, brauchen zurzeit einen gewissen Rückzug, weil in dieser Ruhe liegt auch die Kraft. Und das war mein Wochenhoroskop. Ich möchte noch die Blitzberatungen erwähnen. Was ist es und wie funktioniert es? Es sind E-Mails-Beratungen und es geht wirklich blitzschnell. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail, stellen Ihre Frage und ich beantworte diese E-Mails noch im selben Tag oder spätestens nächsten Tag haben Sie schon die Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@
dendera-susanna-medici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.